Die Geschichte heißt Larrys Jobs. Das ist der Teil 1 und dann Ganze aus Arrys Sicht. Ein neues Kapitel mit Arry und Larry. Wow. Die Hose würde so gut zu meinem neuen schwarzen Oberteil passen. Und was ist das? Schon wieder neue Shirts? Daisy, du treibst mich noch in den Ruin. Eilig fahre ich mit meinem Zeigefinger über das Mausrad, um auf der Seite schnell nach unten zu scrollen. Ich glaube es ja nicht. Oh, wie schön. Und mit meiner goldenen Kundenkarte bekomme ich ja noch 15%. Maus, was machst du da? Bist du schon wieder auf der Webseite von Aphrodonis? Echt jetzt? Der Auftrag für das MD, die neue Werbekampagne, macht sich nicht von selbst. Du musst mir schon etwas helfen. Als wäre ich auf frischer Tat ertappt worden, was ja eigentlich auch der Fall ist, schließe ich schnell den Tab und schaue mein Gegenüber mit dem unschuldigsten Welpenblick, den ich aufsetzen kann, an. Meine blonde Kollegin und beste Freundin hat natürlich recht. Sie hat immer recht. Auf sie konnte und kann ich mich einfach immer verlassen, egal was, wer oder ist. Sie ist immer für mich da. Deshalb war auch ganz klar, dass sie, als sie wieder im Land war, meine Partnerin in unserer kleinen Agentur wird. Und wir sind wirklich gut. Die Aufträge, die fast täglich reinkommen, sind der beste Beweis dafür. Und wir ergänzen uns so prima. Meistens arbeite ich im Hintergrund und sie, mit ihrer positiven, freundlichen und offenen Art, kümmerte sich um die Kundenkontakte. Ich bin so froh, dass ich sie habe. Mein Blick wandert von ihr auf meinen vollen Schreibtisch. Die Papiere, Entwürfe und Notizen liegen durcheinander, wild geordnet. Es gibt noch einiges, was ich heute erledigen muss, sonst wird zeitlich alles etwas knapp. Da fällt mein Blick auf den kleinen silbernen Bilderrahmen und obwohl ich dringend arbeiten sollte, halte ich kurz inne. Der kleine Wasserfall, die geschmeidigen roten Kurven von Sherry. Ich? Wie ich mit meinen Kurven auf der Motorhaube liege und du. Mein hübscher Mann, mein Cowboy, mein Fels in der Brandung. Mein Rettungsanker, mein Halt und meine Stütze. Wie es dir wohl gerade geht? Als wir beschlossen haben, dass du dich erstmal ganz in Ruhe sammelst und dir überlegst, in welche Richtung du beruflich durchstarten möchtest, erschienst du zunächst nicht so glücklich mit der Vorstellung, dass ich jetzt das Geld nach Hause bringe und du erstmal daheim alle Aufgaben erledigst. Jetzt gerade bin ich deine Stütze, dein Halt. Und das ist völlig okay. Ich schreibe dir mal kurz eine Nachricht. Howdy, schöner Mann. Na, wie läuft dein Tag? Ich hoffe, alles ist gut. Denkst du bitte an die Spülmaschine? Hier ist es heute so stressig. Ich werde spät nach Hause kommen. Soll ich was zum Abendessen mitbringen? Ich vermisse dich. Kuss, Arry. Da ich weiß, dass du beim Antworten auf SMS dein eigenes Zeitgefühl hast, mache ich jetzt hier endlich mal weiter. Ich versinke gedanklich in meinen Unterlagen, erstelle ein paar weitere Entwürfe, hole mir ein paar Tassen Kaffee und dann höre ich mein Handy. Oh, Larry? Nein, es ist Daisy. Hey, Ariane, na, wie geht es dir? Wollte dir nur sagen, die Sachen, die du bestellt hast, sind da. Es gab alles. Tiger, Zebra und nochmal Leopard. Schon mal viel Spaß damit. Hol es einfach ab, wenn es passt. Oh Mann, wie gut. Ich freue mich. Ob sich Larry auch freuen wird? 3 Tassen Kaffee, 5 Telefonate und 2 kurze Versuche, doch noch einmal schnell auf Daisys Webseite zu stöbern, die aber alle von meiner Kollegin zunichte gemacht wurden, höre ich erneut mein Handy. Und dieses Mal ist es mein Cowboy. Hey, hübsche Lady. Keine Probleme hier, habe alles im Griff. Du musst nichts mitbringen, ich schaukle das Baby schon. Vermiss dich auch, mein Mädchen. Mach es noch gut bis heute Abend. Kusszeichen-Dings, Larry. Nach weiteren Arbeiten, viel Schreiben, Erstellen von ersten Entwürfen, Telefonieren und Planen kommt meine Kollegin an meinen Schreibtisch. Maus, du, es ist schon 7:30, willst du nicht langsam Feierabend machen? Ich schaue auf die Uhr, tatsächlich schon so spät, oh weh. Weißt du, Larry wollte etwas kochen zum Abendessen und ich wollte dann direkt heim. Ich schaue in ihre blauen Augen und sehe einen Blick, den ich erst nicht richtig deuten kann. Doch bevor ich etwas sagen kann, fährt sie fort. Ozzy, du weißt, ich hab dich lieb. Und ich hab Larry lieb. Er ist wie ein großer Bruder für mich, aber wir kennen ihn noch beide. Glaubst du, er hat heute alles hinbekommen? Wir wissen beide, er liebt dich abgöttisch und er ist ein Guter.
Er hat aber ganz sicher sein Bestes gegeben, aber ich erinnere dich an seine Küche im Howdy-Haus. Du hast mir erzählt von Biertoast und anderen kulinarischen Köstlichkeiten. Und wie lange genau war der Sprunkkuchen damals im Kofferraum des Rhapsody? Hol euch doch schnell was. Und wieder einmal hat sie recht. Ich nehme sie fest in die Arme, gebe ihr einen Kuss auf die Wange und verabschiede mich. Ich schnappe meine schwarze Ledertasche und den Laptop und verfluche wieder diese sehr hohen, aber sehr schönen High Heels, die mich fast jedes Mal beim Tragen vor Schmerzen umbringen. Aber was soll ich machen? Sie passen einfach perfekt zu meinem roten Kostüm und Daisy hat sie mir schließlich zum Einkaufspreis überlassen. Nachdem ich schnell bei unserem Lieblingsjapaner etwas Sushi gekauft und bei Daisy Larrys Geschenke geholt habe, fahre ich mit Cherry schnell nach Hause, denn ich will meinen Cowboy endlich in die Arme nehmen. Den ganzen Tag über musste ich immer wieder an ihn denken und daran, wie stolz ich auf ihn bin. Er meistert die ganze Situation so toll, er ist wirklich mein Held. Nachdem ich die Treppen im Eiltempo hinaufgelaufen bin, denn das kann ich auch in hohen Schuhen, stehe ich vor der Eingangstür und ich rieche etwas. Was ist das? Es riecht irgendwie seltsam. Hat einer der Nachbarn ein Feuer gemacht oder so etwas? Rasch öffne ich die Eingangstür und stehe im Flur. Der Geruch scheint nun intensiver zu sein als zuvor, doch bevor ich noch weiter grübeln kann, was so einen seltsamen Duft verursacht, sehe ich ihn. Larry. Da steht mein Cowboy in seinem blauen Jeanshemd, der dunklen Bison-Lederhose und barfuß. Barfuß, eine sehr gute Idee. Schnell schleudere ich die Horror-High Heels neben die Tür. Ich hasse und ich liebe sie. So etwas verstehen nur Frauen. Ich gehe einen Schritt auf ihn zu und unsere Lippen berühren sich zärtlich. Endlich. Schon den ganzen Tag habe ich mich auf diesen Moment gefreut. Noch bevor Larry etwas sagen kann, halte ich ihm die weiße Plastiktüte ins Gesicht. Howdy, Larry. Ich hatte einfach so Lust auf Sushi. Ich musste uns etwas mitnehmen. Wir mögen ja beide Fisch. Ich weiß, du hast gekocht, aber das können wir einfach morgen essen, oder? Er nickt mir kurz zu und mein Blick wandert zum Küchentisch und erkennt ein. Ja, was ist das? Ein dunkelbrauner, etwas unförmiger kleiner Haufen in einem roten Muffinpapier steht dort auf dem Tisch. Schlagartig wird mir bewusst, was für ein Duft in der ganzen Wohnung liegt. Der Anblick dieses kleinen Etwas rührt mich fast zu Tränen, denn ich weiß, dass mein Cowboy noch nie zuvor gebacken hat. Und ich weiß, dass er es nur für mich getan hat. Er kennt mich einfach so gut, weiß, dass ich gerade so viel Stress bei der Arbeit habe und immer eine extra Portion Zucker brauche, um meinen Tag gut zu überstehen. Dieser Mann ist einfach der Beste. Womit habe ich ihn verdient? Oh, du hast gebacken? Das ist ja so süß von dir. Hatten wir denn noch genug Zucker? Ich dachte, wir hätten keinen mehr gehabt, aber gut, wenn du noch welchen gefunden hast. Den muss ich gleich probieren. Ich gehe zum Tisch, greife nach der kleinen Köstlichkeit, die überraschend schwer für ihre kleine Größe, ziehe das rote Papier etwas zur Seite und beiße herzhaft hinein. Für einen kurzen Moment bin ich leicht verwirrt, denn meine Geschmackssinne können nicht eindeutig zuordnen, was sie da gerade vorgesetzt bekommen. Und weil ich die harte und zähe Konsistenz des Gebäcks nicht wirklich klein bekomme, grinse ich und spreche noch Count. Well, Larry, der Muffin ist echt was ganz Besonderes. So etwas habe ich noch nie zuvor gegessen. Ich danke dir, er ist so gut. Den Rest möchte ich mir für nach dem Abendessen aufsparen, dann habe ich nachher noch einmal was davon. Du bist einfach der Beste. Ich lege meine Arme um seinen Hals, ziehe ihn langsam zu mir her und gebe ihm einen langen Kuss. Während wir die letzten sauberen Gläser hinten aus dem Schrank holen und ich mich wundere, warum meine Füße am Küchenboden leicht festkleben, wandert mein Blick kurz über die Fronten der Küchenschränke, die mit einer dunkelgelben Masse verspritzt sind. Larrys Tag scheint wirklich sehr anstrengend gewesen zu sein, mein tapferer Cowboy. Beim gemeinsamen Abendessen erzählen wir uns von unserem doch so unterschiedlichen Arbeitstagen. Larry erwähnt die voll eingeräumte, kaputte Spülmaschine. Ich wundere mich sehr, denn gestern hat sie noch einwandfrei funktioniert, aber ich frage nicht weiter nach und nicke ihm nur verständnisvoll zu. Ich werde morgen mal nach der Spülmaschine sehen. Und obwohl,
Unsere Tage, so grundauf verschieden waren, hatten sie doch eines gemeinsam. Wir konnten es beide kaum erwarten, uns am Abend endlich wiederzusehen und uns in die Arme zu nehmen. Und als ich meinen Cowboy in die Augen blicke, schaut er mich mit einem liebevollen Lächeln an und ich sage: Oh Larry, du machst das alles wirklich super. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, Cowboy. Wunderschönen guten Abend, kleiner Dandri. Nachdem wir mit dem Essen fertig sind, gehen wir gemeinsam ins Schlafzimmer. Ich hole rasch die Tüte mit den Sachen aus der Boutique und grinse. Schöner Mann, ich habe da noch eine Kleinigkeit für dich. Oder besser, für uns. Ende.